Hi und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es um den Fehlercode P0410, Sekundärluftfunktion. Das System dient zur Reduktion der HC, also der Kohlenwasserstoffemissionen. Dabei wird Luft aus dem Saugrohr in den Abgastrakt über die Sekundärluftpumpe gefördert, um die Kohlenwasserstoffreste nachzuverbrennen. Das System besteht aus einer Sekundärluftpumpe, die nur im Kaltstart kurz angesteuert wird. Zudem gibt es zwei Sekundärluftventile, die über das Motorsteuergerät angesteuert werden, sowie eben die Leitungen und Schläuche, die für die Luftzufuhr nötig sind, Sicherung und eben ein Relais, um das Ganze zu schalten. Ich zeige euch auf einfache Art und Weise, wie ihr mit einem Spannungsstift die Pumpe auf Durchgang prüfen könnt. An der grünen LED, die leuchtet, seht ihr, dass die Pumpe Durchgang hat. Bitte nur prüfen, wenn der Stecker abgezogen ist. Wenn ihr die defekte Pumpe prüft, seht ihr, dass die LED-Lampe nicht leuchtet und wisst somit, dass ihr keinen Durchgang habt. Über einen Stellglied-Test kann ich die Sekundärluftventile überprüfen. Hiermit höre ich einen Tacken. Was ich natürlich nicht weiß, ist, ob das Ventil ordnungsgemäß vollständig öffnet und schließt. Nun kann ich die defekte Sekundärluftpumpe erneuern und abschließend über einen Stellglied-Test überprüfen, ob richtig hier funktioniert. Wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich über ein Abo freuen und über einen Daumen nach oben. Allzeit frohe Schrauben!